Tschüss. Wenn du da zu neigst, dann nicht so lang. Da empfehle ich jetzt ein paar. Ich finde auch, man sollte diesen Gang drauf haben in der Klinik. Diesen, ich habe mich abgerackert für die Familie, ein Leben lang. Kann natürlich sein, dass da so ein fettes Sau sich reingesetzt hat, vor allem. Ja. Der Bottich muss leer sein. Und das ist, oh, das ist aber gefährlich, da kann man ja drin ausrutschen. Das ist Kontraindikation bei Hexenschuss. Da sollte man es nicht machen? Nee. Ich mache es jetzt trotzdem, im Dienst für das Publikum. Und was macht man da? Man duscht sich die Waden ab? Ja, also so, es heißt der kalte Knieguss, aber das fließt dann vom Knie abwärts die Wade runter. Ja, schon was höher, also zum Knie und dann runter. Ja, genau. Erinnere mich an Wambo. Vom Knie runter. Ja. Das ist gegen Raucherbeine. Schau, wie es hier nass wird. Morgen! Man hat ja auch schon Freundschaft angeschlossen mit anderen vom Nachbarzimmer. Morgen! Obwohl Herr Kneip sagt, beim Guss Hals Maul, sonst ist die Wirkung faul. So, das macht man also auch 10 Minuten? Ungefähr, ja. Ungefähr. Aber ich fühle mich schon wesentlich entspannter. Dann oft zu schweren Unfällen, die die Kasse nicht zahlt. Das sind langwierige Prozesse gegen das Pflegeheim. Liegentransport nach Hause zum Beispiel. Ich kenne Menschen, die sind liegend 200 Kilometer in eine Klinik transportiert worden und das Rote Kreuz hat die Klinik nicht gefunden. Rote Kreuz ist toll. Fantastisch, aber ich meine, es kann mal vereinzelt vorkommen. Und jetzt, meine Damen und Herren, Wunderwerk der. Das ist für den Kreislauf, oder? Ja, das ist das berühmte Wassertreten. Ich spreche nicht mehr so viel, weil wegen der Wirkung. Aber Wunderwerk der Technik unter Wasserkamera. Bei vermehrtem Fußschweiß ist das anzuwenden. Auf die Kamera getreten. Reicht das? Ja, du musst jetzt auch mal ruhen. Also du hast jetzt so viele Anwendungen gemacht, du musst jetzt in die Ruhephase gehen. Das ist ganz wichtig. So. So. Ich muss sagen, so. Jetzt. Ich lasse jetzt die Schuhe weg, ich pass auf. Den steckt man dann auch heim bei der Entlassung. Ja.
mir hat der Doktor gesagt, ich muss dringend Walzerbier, weißt du? Ich habe drei Nierensteuke jetzt so. Und dann will er operieren lassen, gell? Und dann ist er bloß nicht. Meinem Schwager haben sie da aus Versehen den Fuß abgenommen. Und dann haben wir es wollen zertrümmern lassen. Und das Gerät haben sie nicht gehabt bei uns im Krankenhaus. Und dann hat der Doktor mir gesagt, so wie so alt wie Sie sind und so fit wie Sie sind, Sie trinken einfach 5, 6 Walzer am Tag, das ist genauso. Oh, da fühlst du dich wie neu geboren. Oh, wenn ich heimkomme, hoffe ich, dass meine Scheidung durch ist. Oh. Ja, das ist halt super, die Musik da, weißt du, die denn was für Patienten. Frei. Oh, der hat ja Mordsteuer hängen. Ich zahle jetzt 35 Mark am Tag selber dazu. Und der Rest zahlt mein Sender. Guten Abend.